Am Dienstag traf sich die rheinland-pfälzische Landesregierung zu einer auswärtigen Kabinettssitzung auf der Festung Ehrenbreitstein inmitten der Bundesgartenschau in Koblenz. Die Zwischenbilanz, die Ministerpräsident Kurt Beck zog, war äußerst positiv. Die erste Bundesgartenschau in Rheinland-Pfalz hat schon jetzt alle Erwartungen übertroffen. 2 Millionen Gäste waren bis zum Oktober auf der Buga erwartet worden. Schon jetzt haben sich über 2,5 Millionen Menschen vor Ort in Koblenz von einer beispiellosen Erfolgsgeschichte überzeugt. Buga-Geschäftsführer Hans-Peter Faas und der Generaldirektor Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz Thomas Metz führten den Ministerrat und die Medien über das Buga-Gelände. Die mit bis zu 49 Millionen Euro an Landesmitteln geförderte Bundesgartenschau ist ein herausragendes Strukturprojekt, weit über die Stadtgrenzen von Koblenz hinaus. Koblenz hat sich verwandelt, die Buga ist ein Schlager, die Menschen sind total begeistert und all das, was wir damit verbunden haben, nämlich hier eine langfristige Entwicklung anzustoßen, die Menschen auf Rheinland-Pfalz, auf diese Region aufmerksam zu machen, das ist uns sehr gut gelungen. Es wirkt auch über die Zeit im Oktober hinaus. Es wirkt deutlich über diese Zeit hinaus. Hier ist nachhaltig etwas geschaffen worden, was für uns, für unser Oberzentrum Koblenz wirklich Aushängeschilder par excellence bedeutet. Das Rheinufer, den Bereich ums Deutsche Eck, die Festung hier oben, das Schloss, das bleibt den Menschen in Koblenz, in der Region, aber auch den Gästen dauerhaft als totale Attraktion. Und wir werden ja das Festungsvorgelände bewahren, andere Dinge mehr. Also ich glaube, die Leute können wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Wirtschaftsministerin Evelyn Lemke hob die positive Wirkung der Bundesgartenschau auf die Übernachtungszahlen in der Region hervor. Allein im Mai wurden 48,3% mehr Besucher und knapp 44,9% mehr Übernachtungsgäste gezählt. Die Besucher strömen in wahren Scharen und wir wollen natürlich auch in der Zukunft, dass es hier oben auf der Festung weitergeht. Es kommen hier 3 von 4 Besuchern auch oben auf die Festung und erleben eben auch dieses Weltkulturerbe über das Mittelrheintal. Und das trägt für die Zukunft, da bin ich ganz zuversichtlich. Als Ministerin für Tourismus freut mich das sehr. Vom Festungsgelände ging es hinunter zum Deutschen Eck. Mit der Seilbahn, die während der Buga die beiden Rheinseiten verbindet, wurde ein spektakulärer Panoramablick geschaffen. Das bipolare Flächenkonzept der Koblenzer Bundesgartenschau, die einerseits in der Innenstadt und andererseits auf dem Plateau der Festung Ehrenbreitstein stattfindet, erfordert ein attraktives, ökologisch sinnvolles Transportmittel, das die Besucher rasch von einem Bereich zum nächsten bringt. Das ist begeisternd, was man hier sehen kann. Die Gestaltung der Landschaft, aber eben auch die Blumen, die Pflanzen. Es ist ein Gesamterlebnis. Beck lobte insbesondere das durch die Buga hervorgerufene große bürgerschaftliche Engagement. Wenn man die Größe der Aufgabe sieht, wenn man sieht, was jeden Tag am Programm geboten wird, wenn man sieht, wie viele Menschen aus der Stadt sich engagieren und ohne, dass sie es müssten, sich dieses Buga-T-Shirt überziehen und einfach mithelfen und Mitgastgeber sind, das ist eine großartige Sache. Und das ist auch, ich bin sicher, ein Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern. Man kann auf etwas gemeinschaftlich stolz sein. Die Bundesgartenschau ist noch bis zum 16. Oktober geöffnet.